So, willkommen zurück, liebe Leute, in Dantoria mit Mulenia. Hallo und Malkondo. Und Malkondo, genau. Ja, weiter geht's am Feld, ne? Genau. Erstmal fertig machen. Ja, ich habe jetzt ja gar keine, doch, ich habe noch Körner. Wow, doch noch Weizenkörner. Ich habe noch Weizenkörner. Ja? Jo. Ja, ich ernte jetzt gerade die ab, die schon fertig sind. Mhm. Und dann gibt es ja immer mal ein paar Körner. Ja, das stimmt. Sind noch die, sind auch noch fertig. Ja, ist mitunter immer schlecht zu erkennen, ne? Welche nun fertig sind und welche nicht. Das stimmt. So. Naja, viel gab das jetzt ja nicht an Körner. Ich habe schon 64 Weizen. Okay. Oh, ich habe meine Körner auch schon alle weg. Das ist schon echt enorm viel, was wir hier so an Feld haben. Mhm. Wo hattest du denn hier... Ach, hier war der Ausgang. Ich pack hier mal Fackeln hin, dass man da den Ausgang sieht. Ja, das ist gar kein schlechter Plan. Ach, da ist eine Dings. Notfalls, hä? Eine Spinne. Jo. Ach, da unten war doch eine Höhle, ne? Ja, das war ja das, wo wir zumachen wollten, um den Bauernhof hier hinbauen zu können. Ja, stimmt. Wir können jetzt ja auch das Getreide erstmal wachsen lassen. Ja. Und dann einfach, wenn es ja alles ausgewachsen ist, halt dann nochmal abernten und den Rest voll machen oder so. Genau. Und ja, dann sollten wir ja schon erheblich mehr wieder hinkriegen. Ja, hier würde ich den Bauernhof hinbauen. Warte, ich komm. Ja. Diesen Bereich. Okay. Ich denke, dass ich den aus Holz mache. Komplett aus Holz. Komplett Holz? Ja. Soll das hier zugemacht werden? Das Loch hier? Ja. Das hätte ich gerne eben. Dann gehe ich jetzt gleich mal schon mal Erde besorgen. Also das heißt, diesen Höhleneingang hier machen wir zu, ja? Den großen, wo wir letzt rein sind. Ja, genau. Aber hier ist ja noch der kleine. Genau. Den lassen wir offen. Vielleicht kann man da ja so eine kleine Art Schuppen oder sowas von dem Bauernhof noch anbauen und dann so eine Art Keller draus machen oder sowas in der Art. Ja, irgendwie sowas. Wo man von da aus dann in die Höhle auch reinkommt. Ja. So, also ich gehe dann eben Dreck holen. Ja. Ich schaufel hier Dreck weg. Haben wir ja genug von. Ja, aber das wird wahrscheinlich ja nicht ganz ausreichen, um das da komplett zuzumachen. Keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Aber ich denke nicht. Wir haben mal wenigstens ein bisschen was von den Kram los. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie das Ding aussehen soll am Ende. Mhm. Ich habe nur so eine Grundvorstellung. Okay. Und die sollte eben aus Holz sein. Ja. Aus hellem und dunklem. Helles und dunkles Holz. Ja, also Eiche, ganz normal. Mhm. Und irgendwas Stamm, irgendeinen dunklen Stamm. Achso, okay. Ja, vielleicht Schwarzeiche oder sowas. Für die Balken meinst du jetzt so? Genau. Da hab ich noch. Ich muss da erstmal Schaufel und so besorgen. Ja. Und dann mal gucken, was wir so an Holz nehmen. Ja, und dann mal Holz machen in der Baumschule dann, ne? Richtig, dafür haben wir sie ja. Mhm. Okay, Und da wolltest du jetzt hier über den großen da den Kellereingang setzen, über hier diese große Höhle hier? Ne, über die kleine hinten dachte über ich die oder kleine, so. Okay. Ja. Also das muss man halt mal gucken, wie sich das am Ende nachher auch entwickelt, der Bauernhof. Ob man dann eben vielleicht so eine Art kleine Scheune mit anbaut oder sowas. Ja. Es wird dunkel. Ah ja. Sie ist.
Gehen wir gleich ins Bett. Ja, ich glaube, wir sollten losrennen. Ja. Sonst ist es gleich stockduster, bevor wir da ankommen. Dann haben wir wieder das Problem, dass die ganzen Viecher hier rumrennen. Ja. Und das wäre natürlich schon ein bisschen nervig. Eben. Gehst du mal baden? Ja. Einmal Füße waschen. Ah ja. Hier sind auch Löcher im See, die muss man auch mal wegmachen. Die Löcher im See muss man mal wegmachen? Ja. Hier klappert schon wieder. Ja, was auch sonst. Wir haben auch so gar keine Dorfbewohner mehr, ne? Nein, nein. Die sind ja... Der letzte ist ja getötet worden von den Zombies. Ja. Da müssen wir uns auch nochmal neue besorgen demnächst und die dann besser beschützen einfach. Ja. So, ich brauche auf jeden Fall eine neue... kriege ich drüben beim Schmied eine neue Schaufel. Ja. Ach, da ist ein Skelett in deinem Haus. Ach, echt? In deiner Fischerhütte. Hä, was will denn das da? Das weiß ich auch nicht. Jetzt ist es da raus. Hm. Ist wahrscheinlich nicht hell genug hier oder so. Weil wie soll das? Das muss ja drinnen gespawnt sein. Ja, aber eigentlich sollte das hell genug sein. Keine Ahnung, warum auch immer sich das da rein verirrt hat. Vielleicht nicht. Hä? Sag ich hier hinten vielleicht nicht. Mach ich mal eine Fackel da noch hin. Hm. Eigentlich merkwürdig. Eigentlich achte ich immer drauf, dass genug Licht ist. Ja. Keine Ahnung. Warum, wieso, weshalb. Hier wäre eine Brücke rüber noch schön. Ja. Da könnten wir auch noch mal drüber nachdenken. Hopp. So. Da. Das da noch weg. So, ich denke, das dürfte dann auch schon reichen, also zumindest fürs Haus. Ja. Fürs Erste. Okay. Und das hier nachher, also später nochmal wegmachen, da. Es müssen ja dann auch noch Weiden und so hierher. Das wird jetzt ein Viehbauer. Ein Viehbauer. Genau. Okay. Ja, würde ich sagen. Mhm. Könnte reichen hier vom Platz her. Da könnte man dann auch noch ein bisschen was wegnehmen. Hier war unser Aufgang. Mhm. Ja, mal gucken. Überlegst du jetzt gerade an der Brücke rum, ja? Ja. Ich gehe mal gucken, was für Holz ich nehme. Ja, ich bin gerade etwas am Überlegen. Man braucht einen frei unter im Prinzip, ne? Wenn man da mit dem Boot runter durch will, ne? Ja. Braucht man einen Block frei, ne? Also einen Luftblock, oder? Ja. Über dem Wasser, das sollte reichen, ne? Ich glaube, das reicht. Ich glaube, das ist wie bei der Lore. Hm. So, dann flitze ich mal. Habe ich Axt dabei? Ne. Vom Schmied welche mitnehmen. Ja, mal gucken. Ich fange einfach mal an, hier irgendwas zu bauen. Mhm. Gucken, wo es mich hintreibt. Ja, mal schauen. Ich denke, ein bisschen Holz haben wir ja auch noch da. Ja. Ja, das ist... Ist kein Problem. Ich weiß nur nicht, ob wir hier das Holz haben. Oder ob das schon alles drüben ist. Na, wir haben auf jeden Fall auch noch hier. Und ich habe auch noch was im Inventar, weil das kann man einfach erstmal aufbauen. Hier müsste auch noch Eichenholz sein. Ja? Ja, hier noch in der linken Truhe neben der Werkbank ist noch ein bisschen Eichenholz. Das kannst du vielleicht auch einfach mal mitnehmen. Ja. Und da Schwarzeiche. Hm. Ich
bin jetzt gerade im Überlegen, wie ich die Zusammenstellung mache. Mhm. Gucken, ob wir noch anderes Holz haben hier. Weißt du noch, wie so eine portable Crafting-Dings war? Ich glaube, du nimmst einfach eine Werkbank und einen Faden oder so. Ich glaube, so war das. Werkbank und Faden. Okay. Da ist kein Holz. Ich versuche das mal. Habe ich einen Faden dabei? Nee. Das ist auch Fichte. Ach, das ist Fichte. Okay, Fichte ist aber... Faden, haben wir kein Birkenholz hier irgendwo? Nee. Gut, dann gehe ich das mal machen. Mal zu gucken. Wie gesagt, ich wollte das Haus ganz gerne in Hellholz machen. Ja. Und dann eben dunkel absetzen. Ja, warum nicht? Klar, mach mal ruhig. Es wird am Ende sowieso ganz toll aussehen. Ja, schauen wir mal. Es ist ja alles improvisiert. Ja. Wo haben wir... Da habe ich die Birken. So. Ah, das ist schon... Jetzt hier Birke. Du hattest recht, wie du wahrscheinlich gemerkt hast. Mit was hatte ich recht? Ja, mit der portablen. Ja? Ja. Das ist gut. Nee, habe ich nicht gemerkt. Also, hab gedacht, hättest du vielleicht gesehen, dass ich den Erfolg da gekriegt habe. Nö. Habe ich mal wieder nicht drauf geachtet. Puh, macht nichts. Würde ich wahrscheinlich auch übersehen. Ich achte ja auch nicht permanent da drauf irgendwie. Mhm. Vielleicht nehme ich doch ein bisschen Stein dazu. Stein? Mhm. Ein bisschen. Wieder Setzlinge hinpacken. 1, 2, 3. Was machst denn du jetzt hier für Erfolge? Nur, ich weiß gar nicht, warum ich den jetzt noch gekriegt habe. Ich dachte, weil ich habe doch schon mal irgendwo Eisen. Habe ich noch nie Eisen aus dem Ofen genommen? Dunkel, Schwarzeiche. Komisch. Komisch, komisch. Ja, ja, kurios. Und das ist... Ah, okay, das war... Fichte. So, dann fangen wir mal an. Jetzt muss ich das echt testen hier. Zu welchem Holz das am besten passen würde. Warum nicht? Das sieht schon cool aus, das wäre... Das passt überhaupt nicht so. Aber da könnte ich dann eventuell ein Steindach dann doch eher drauf machen. Stein. Ja, wir probieren das mal. Mal gucken. Ich finde mal, die Farbzusammenstellung ist immer das Schlimmste. Wenn man das dann fertig hat, dann geht's eigentlich. Und die nächste. So. Knochenmehl hatten wir schon hier in die Dings gelegt gehabt, ne? Also die Knochen und so. Glaube ich, hatten wir hier in die Säge schon gepackt, ne? Ja, ich glaube, also irgendwas haben wir auf jeden Fall schon reingemacht, aber... Ja, ich guck gleich mal. Weil die brauche ich nämlich für die Birken. Ja. Weil die wachsen ja nicht so wirklich schnell da. Oh. Das alles schwarzig, ja. So, wie viel habe ich denn jetzt? Das dürfte schon beinahe reichen, die Schwarzeichen. Noch die beiden, und dann kümmere ich mich um die Dings. Kann ich ja eigentlich, könnte ich ja mal Ziegelstein benutzen, oder? Fürs Dach? Ja, warum nicht? Klar. Immer nur Kobbel finde ich irgendwie langweilig. Ja, mach du nur.
So. Habe ich alles eingesammelt? Sieht so aus. So, Knochenmehl holen. Ach, da habe ich. Ach, das habe ich ja auch noch. Ach ja. Mmh, hier sind Knochen. Oh Gott, und hier sind auch Knochen. Hier ist ganz viel Zeug. Hier ist auch noch Birkenholz. Brauche ich also gar nicht wirklich machen. Was habe ich hier denn noch? Akazie, da kann ich mal gucken, wie das aussieht. Wird ja schon wieder dunkel. Ja? Nee, jo. Das ist ja so rot, Akazie hier. Gefällt mir das besser. Hast du da ein Bett bei dir? Ist hier noch eins? Nee. Dann solltest du jetzt zurückkommen. Ich komm. Sollten da mal ein Bett hinpacken wieder. Um mehr Kisten, um das Holz vielleicht mal zu sortieren. Okay. Ich habe da jetzt irgendwie nur 5-6 Kisten. Ja, das war noch nicht allzu viel. Nee. Ich bräuchte da noch ein paar Rahmen. Ja, zum Markieren meinst du? Ja. Würde ich mich dann gleich erstmal drum kümmern. Ja. Guten Morgen. Ich würde sagen, guten Morgen, aber ich würde sagen, zuerst machen wir mal den Part hier. Genau. Zu Ende. Machen wir zu Ende. Machen wir zu Ende den also, Part. The end. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.